So, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Ja, ungewöhnliche Zeit zum Starten. Wir haben tatsächlich ja gestern abgeladen hier in diesem Ort, oder fast in dem Ort, also da oben in Radec-Kralove, und sind jetzt bereits zur nächsten Ladestelle am gleichen Tag noch gefahren. Also wir haben zuerst abgeladen, jetzt gleich zu dieser Ladestelle, habt ihr die Info bekommen von der Exposition zu Hause, dass wir da heute noch laden müssen. Haben wir jetzt gemacht und ich suche mir jetzt noch einen Parkplatz für die Nacht. Dann können wir weiterfahren morgen. Und zwar, schauen wir uns auch gleich noch an, wir fahren da jetzt rüber nach Polen, fahren vorbei an Ostrau, hoch Katowice, ein bisschen kleiner da, und pfeifen dann rein da in Richtung Mloni, ich würde es heißen, keine Ahnung, und da wird abgeladen, also in der Nähe von Warschau. Da. Aber zuerst heißt es einmal Parkplatz finden, schlafen, dann geht es morgen weiter. Ich wollte eigentlich von der direkten Abladestelle, wo wir vorhin praktisch die Ware runtergeschmissen haben, wollte ich eigentlich wegfahren. Da hatte ich das Video auch bereits gestartet gehabt, aber ich habe solche FPS-Einbrüche gehabt, ihr könnt euch das überhaupt nicht vorstellen. Ich war da teilweise auf unter 10 FPS, 5 FPS und so weiter. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Da dieses Stück da rein, das hätte ich unmöglich im Video bringen können, das war eine Katastrophe. Also was da passiert ist, ich weiß es nicht. Ich glaube, das muss sich der Mapper dann schlussendlich auch nochmal anschauen. Irgendwas liegt da im Argen, hätte ich jetzt einmal behauptet. Was soll's, es funktioniert ja auch so. Wir sind jetzt bei der nächsten Abladestelle praktisch gestartet. Passt genauso gut. Da ist eine Tankstelle, da fahren wir zu. Es passt wunderbar. Kann ich da rein? Aral. Ja, keine Werbung. Ja. Ja, da bleiben wir da gleich stehen, oder? Schaut ja nicht so schlecht aus, ich glaube, da stören wir keinen. Ein bisschen Licht haben wir auch da, aber wenn schon irgendwas sehen sollte, weißt du, was ich meine? Ich glaube, das passt. So. Ja, besser haben wir es jetzt nicht gemacht. Herstellen. Ah, anders. Ah, ich fahre davor, das passt nur besser. Da steht eh schon ein Kollege. Da stellen wir uns her. Da ist eine Kurve, da schaut es auch nicht, da ist nicht so gefährlich, dass irgendwer sagt, hallo, du stehst nicht gerade. Da, da siehst du das. Wunderbar, schön der Kurven. Wunderprächtig. So, Freunde. Schau, dass ich da jetzt noch was, wie ich das, dass ich da jetzt noch was zum Essen kriege vielleicht, weiß ich nicht, gibt es noch irgendwo, aber jetzt wurscht sein mal oder sowas. Und dann fahren wir morgen in der Früh, fahren wir dann gemeinsam weiter, würde ich sagen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis dann. So Leute, wunderschönen guten Morgen. Wir setzen hier mit dem Video jetzt nahtlos fort. Wir haben da hinten die Nachtruhe verbracht. Jetzt nur schnell voll gedankt, Kaffee gekauft. Moment, hat mir die Cam dazu. Hallo, servus. Ja, Kaffee gekauft. Ist gut. Wir müssen da her.
Ja, Dieselpreis 1,55, mit dem muss ich jetzt eh rechnen, das ist eh nichts Neues mehr. Wir fahren jetzt weiter zum Kunden nach Polen. Wir haben jetzt tatsächlich so roundabout irgendwo so um die 8 Fahrstunden. Und wir haben ein bisschen Zeit zum Quatschen. Was es so alles Neues gibt und so weiter. Was sich so tut. Tut sich ein bisschen was. Ist immer ein bisschen was los. Sind schon wieder nicht unbedingt so überglücklich, hätte ich jetzt einmal behauptet. Naja. So, Wintermod Grimes ist draußen. Wir haben wieder den Spätherbst, frühen Wintermod drinnen. Der Schnee ist weg. Der Schnee ist auch im Real Life weg. Somit an der zweiten Ausfahrt verlassen. Haben wir uns da natürlich angepasst. Das ist völlig klar. Jetzt abfahren. Dann, SES hat eine Neuerscheinung eines DLCs angekündigt. Rechts fahren und dem Straßenverlauf folgen. Nordic Horizons, du hast Nordeuropa, sprich Skandinavien. Da wird es geben Fjorde in Norwegen, da wird es geben Unterwassertunnel, da wird es geben Fischerdörfer, da wird es geben Rentierfarmen. Ein Wahnsinn, ich bin total, wirklich total überrascht. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass was kommt. Es hat ja vorher schon geheißen, dass sie im Norden was machen wollen. Das finde ich super geil. Es ist wieder ein Grund mehr, keine Promos mehr zu brauchen. Wobei, ich will gegen die Promos nicht schimpfen, nicht falsch verstehen, aber die Berechtigung für die Promos fehlt auf einmal, weil die Promos ist ja im Detail jetzt nicht so verliebt wie manche andere Map, muss man fairerweise so gestehen. Aber die Promos hat den riesen Vorteil gehabt, die haben halt da Gebiete mit dabei gehabt, die du mit der Standard-Map einfach nicht abgedeckt bekommen hast. Sprich, zum Beispiel, wenn es dann runtergeht in den Balkan, wenn es dann runtergeht, Griechenland kommt jetzt dazu. Die Städte werden überarbeitet, jetzt kommt der Norden dazu. Also Freunde, was brauche ich da jetzt nur Promots, ehrlich? Und es geht zumindest mir so, mit der Promots eh immer wieder irgendwelche Herausforderungen. Und der Performance zum Teil, Fehler wandern immer mehr mit rein. Würde aus meiner Sicht irgendwo beinahe schon ein bisschen die Berechtigung. Aber bitte, das ist nur meine persönliche Meinung. Ich weiß, viele stehen auf die Promots. Auch ich war wirklich begeistert von der Promots. Und ist ja wirklich eine gute Arbeit von den Mapper. Also das würde ich da jetzt nicht mindern wollen. Nur, Zeiten ändern sich und wenn sie dann nicht anpasst, dann schaut die Welt auf einmal ganz, ganz anders aus. Und in dem Fall haben wir es bei der Promots aus meiner Sicht genauso. Also da, Burschen, da hast du jetzt überlegen, in was für Richtung, dass man da gehen könnte. Ja, die Kollegen, was wir davon sprechen, der Michi Amon ist am Heimweg von der Türkei, ist jetzt in Bulgarien auf der Höhe Sofia, hat sein Tagesziel erreicht, hat ein bisschen Probleme gehabt mit der Parkplatzsuche. Dann der JJ war in Nordheim, ihr könnt sich erinnern, ich habe dort vor kurzem einmal gestartet. Teilbereich auf der Eurodnet,
super klasse gemacht, detailverliebt, schaut geil aus, richtig lässig, eng, alles wie wir es haben möchten, also wirklich gut gemacht. Und da hast du die Bäume alle umgerissen, bist narrisch, da musst du gewidert haben. Und der JJ hat ein bisschen so philosophiert über seine Zukunft, über seine Ziele. Hat mir richtig gut gefallen, dass er da seine persönlichen Ziele auch irgendwo jetzt nicht verlässt und sagt, okay, mache ich ganz was anderes, gehe wieder in irgendeine Firma. Wie auch immer, hat er auch ein Angebot gehabt vom Rico Trans, als Geschäftsführer. Also ich glaube, der JJ verfolgt sein Ziel mit der Selbstständigkeit alle Fälle weiter. Und ihr könnt sich ja erinnern, er war bei mir Mitarbeiter und hat wirklich einen tollen Job gehabt, hat einen klasse Job gemacht, hat seine Fahrzeuge gehabt, immer sauber und gepflegt, alles gut. Bis ihn dann der Rappel gepackt hat, er muss selbstständig werden. So, der erste Versuch mit Nord-Süd war ja ein bisschen... Ja. Rechts fahren und dem Straßenverlauf folgen. Vielleicht nicht ganz so, wie er es sich vorgestellt hat, aber das passiert und ja, du darfst halt nicht gleich blind ins Korn werfen. Und darum bin ich der Meinung, dass er unbedingt einen zweiten Versuch wagen soll. Ich glaube, er hat da ganz gute Ansätze und wenn er Hilfe braucht, in welcher Art auch immer, dann weiß er, dass er sich bei uns melden kann. Und er hat ja auch im letzten Video dann gesagt, naja, vielleicht ruft er mich an. Oder bis jetzt noch nicht gemacht, keine Ahnung, ob er das so macht oder nicht, ich weiß es nicht. Wenn er Unterstützung braucht, dann soll er sich melden bei mir oder bei uns, beim Verbund. Vielleicht können wir ihn irgendwie unterstützen. Mal schauen. Der Bund ist eh inzwischen wirklich in Macht. Jetzt unterstützt durch die Philostrans, die da wirklich schlagkräftig sind, die Burschen. Das ist eine tolle Kombination. Wir können uns da Aufträge hin und her schirmen, gerade was die Kapazitäten angeht und somit hast du selber überschaubare Thematik, was deine Auslastung der Fahrzeuge angeht, sonst, dass du nicht stemmen kannst aus eigener Kraft, kannst du alle Fälle einen auf deiner Partner zählen. Irgendwer hat immer was frei, brauchst dem Kunden nicht absagen und das ist heute aus meiner Sicht eine ganz wichtige Angelegenheit. Wenn man da ein bisschen zusammenspielt und aushilft. Das Storyplay macht es einfach ein bisschen interessanter und besser, wenn da immer wieder irgendwo irgendwelche Geschichten passieren und Fäden gezogen werden. Es ist einfach so. Dann immer JJ. Dann der Micha fährt Richtung Frankreich. Schaut rein, schaut euch die Videos an von den Burschen. Eins habe ich vergessen, ganz genau jetzt. Das ist eigentlich ein ganz hat es auch mich fast von den Socken gehabt. Die Virus hat wieder zwei neue Scanias im Fuhrpark. Wer hätte das geglaubt? Also ich weiß ja, dass der Falco jetzt nicht unbedingt der riesen Scania-Befürworter ist. Also er sagt ja, jedes Fahrzeug hat seine Berechtigung, gebe ihm hundertprozentig recht. Ich fahre im Grunde genommen auch mit jedem Fahrzeug, bin jetzt Ewigkeiten immer eingefahren, immer ein supergeil. Hat der DG3, supergeiles Fahrzeug. Bin dann den R, jetzt kann ich eher den alten praktisch gefahren, den von Fred. Supergeiles Fahrzeug. Ist halt ein bisschen schade, weil er dementsprechend schon in die Jahre gekommen ist. Modell selber her, ich spreche da nicht vom Mod, ich spreche da nur vom Modell her. Da ist mir halt was Neueres, einfach ein bisschen sympathischer inzwischen, es ist halt einfach so, aber super geiler Mod von Fred, keine Frage. Der hat ja selber mal überlegt, einen Next Gen
im Fred-Style praktisch zu gestalten. Ich befürchte, es wird nichts mehr. Das heißt, ich befürchte, ich bin mir ziemlich sicher, dass da nichts mehr kommt. Eigentlich schade. Naja, was willst du machen? Ja, es waren so die Geschichten. Holla, holla, da ist die Straße so schlecht. Bist du deppert? Meine Fresse, da müssen wir ein bisschen langsam werden. Es waren so die Geschichten aktuell von den Kollegen. Von vielen Kollegen kommt momentan wieder mal gar nichts. Stört mich jetzt da nicht großartig. Remy ist noch im Wintersport tief verankert. Der Stefan hat momentan auch nichts Neues von Videos rausgebracht. Der Harry ist privat sehr eingespannt momentan, hat momentan keine Zeit, keinen Bock für ETS, ATS. War eigentlich ein bisschen schade, aber gut, es ist so, ich verstehe es eh. Wenn du privat solche Themen hast, die dir so. Okay. Die Straßen sind wirklich schlecht da. Geil gemacht. Wenn du einfach keine Zeit hast dafür, ist das vollkommen klar. Ich nehme mir die Zeit. Aus dem einfachen Grund, weil es für mich eine totale Entspannung ist und einfach ein Abschalten ist vom Alltag. Nachdem ich sonst keine großartigen Hobbys habe, es ist einfach so, nehme ich mir die Zeit und gönne mir das einfach, dass ich halt einmal in der Woche da so eine Stunde mich damit beschäftige. Einmal ist es ein bisschen mehr, einmal ein bisschen weniger. Passt für mich. Infort bastelt an seiner Garage, an der Verschönerung der Garage. Das kann ich nur erzählen. Da hat er ja die Community um Fotos gebeten von den LKWs. Da hat er von mir den R2012 gekriegt, der dann in seiner Halle einen stolzen Platz bekommt. Kann ich euch schon noch berichten, was Neues. Ich habe einen Traffic-Mod drinnen. Bin im Normalfall ja überhaupt kein Fan von irgendwelchen Traffic-Mods oder sonst irgendwas. Haben aber ausprobiert aufgrund vom Video vom Christian. Also Christian Ideal. Der mir gegrüßt, lieber Christian. Danke für deinen Input. Du hast nämlich gesprochen über einen Traffic-Mod und du hast das wem beantwortet, ich weiß nicht mehr genau wie das war. Und hab mir gedacht, wie auch aus wieder mal. Habe ja den DB Creations schon ausprobiert und auch den vom ZIP, habe den vom ZIP jetzt mit reingenommen, also Workshop-Mod. Habe den aktiviert. Bis jetzt bin ich recht zufrieden, macht das Ganze lebendiger. Ob da jetzt keine Einbrüche oder sonst irgendwas aktuell, also da bin ich zufrieden damit. Da glaube ich ganz gut aus. Passt wunderbar. So, 4 Stunden 42 Minuten sollte man laut Navi beim Kunden sein, das passt. Ankunftszeit wäre so roundabout 15.30 Uhr.
Maisie on the Road habe ich einen ganz einfach gestrickten Skin erstellt für die Lightbox. Da hat er gebeten gehabt auf Facebook, ob ihm da wer behilflich sein kann. Ja, ich meine, das ist kein Aufwand. Habe ihm da einen Skin gebastelt. Ich glaube, er hat ein bisschen Freude damit. Das passt auf alle Fälle. Man muss sich schon ein bisschen unterstützen, auch gegenseitig, würde ich sagen. Weiß ich, schöne Grüße. Die Katze ist auch wieder da, habe ich gesehen. Hat auf Facebook gepostet. War unterwegs. Katze und ist nach ein paar Tagen dann wieder nach Hause gekommen. Hat dann gleich einen klassen Abschnitt gekriegt. War lauter Freude, dass sie wieder da ist, die blöde Katze. Nein, war ein Scherz, weiß ich. Passt. Bekommen. Man hängt ja schlussendlich auch an diesen Viechern. Das verstehe ich schon. Und bei uns ist das Problem, dass wir unsere Katzen, die zwei Katzen, die wir gehabt haben, habe ich sicher schon mal erzählt, die hat es beide. Jetzt rechts fahren. Unsere Straße, der angrenzenden, erwischt, und das ist halt überhaupt nicht klasse und schon gar nicht lässig, muss man schon fairerweise sagen. Wenn sie es dann von der Straße runterglauben, wenn sie den Begriff glauben, ich glaube im Sinne von Gott oder sonst ein Blödsinn, nein, herunterholen müsst. Links abfahren. Herunterholen hört sich auch nicht gut an. Scheiße. Ihr müsst sie aufheben. Ihr müsst die Katze als totes Lebewesen aufheben. Sprich, lauter Scheiße, totes Lebewesen ist auch beschissen. Ihr wisst, was ich meine. Die Katze ist gestorben, Unfall, im Auto, zusammengefahren worden. Du bist schon fort, ja? Du musst sie nehmen und dann, ja. Aber auch fort, ja. Das sind so die Geschichten von diesen Modifikationen, die den Verkehr angingen. Der Verkehr ist von Haus aus von SCS einfach nur teilweise sehr fraglich und durch sowas wird verstärkt. Weil, was muss ich denn da Erfahrung geben? Ersetzen, das verstehe ich überhaupt nicht. Gerade auf die andere Seite für meinen Geschmack, oder? Na wurscht. Ich wurscht. Werden sich schon was gedacht haben. So, wir sind in Katowice. Und sind wir denn in Polen angekommen? Finde ich auch spannend. Und da war ein Grenzübergang gehabt, den ich nicht registriert habe. Naja. Ja, und zurück zu den Katzen, die dann unsere letzten zwei durch Unfall verstorben sind, haben wir gesagt, nein, nichts mehr. Trotzdem wieder mal überlegt in Richtung Heilige Birma. Jetzt einmal googeln, Heilige Birma, mit welchem W, Birma. Super schöne Katzen, nicht ganz billig. Ich muss es im Paar nehmen, weil eine allein ist arm. Ich war. Und wir sind ja den ganzen Tag in Wirklichkeit berufstätig. Kinder sind außer Haus, sind in der Schule oder beim Studium, also gar nicht uns zu Hause. Zum Teil. Okay, jetzt gehen wir wieder stehen bleiben. Und somit brauchen die einfach Unterhaltung.
Haltung heißt in dem Fall dann konkret, das dir, hast du die Probleme mit Urlaub, wenn du irgendwo bist oder was auch immer, hast irgendwen, der die Katzen betreut und so, und somit haben wir eigentlich gesagt, nein, wir lassen das Thema. Und erwartet die Lieferung sehr bald, ja. Gern. Lasst mich fahren. Wo haben wir denn da Kampi an so einer Kreuzung? Das müsst ihr mir auch erklären, Freunde. Verstehe nicht ganz. Den beim Voraussehen. Der bleibt da stehen. Ja gut, es kommt ein bisschen was. Trecker reingreife in die Dings, dann ist natürlich der Teufel los. Bin jetzt selber schuld. Nächstes Mal wieder so, servus. Schon eigentlich alles.
Dazu gibt es im Übrigen einen Livestream vom Micha. Sonntag, was haben wir denn morgen für ein Datum? Oh, das ist Samstag, der 27. Morgen ist Sonntag, der 28. Jänner. Das ist ein Livestream von Micha. Da stellt er diese Map, glaube ich, vor. Jetzt wird man sie anschauen. Das ist eh bei mir verlinkt. Wer ihn noch nicht haben sollte, schaut einfach einmal rein bei mir bei den empfohlenen Kanälen. Die könnt ihr alle abonnieren, alle wisst was an. Darum sind sie auch in den Empfehlungen drinnen. Und dann schauen wir, was uns der Micha zur Map erzählen kann. Ich bin selber wirklich schon gespannt. Er hat da Hintergrundwissen, weil er ja wahnsinnig viele Mapper inzwischen kennt. Weil er ja selber für die WildNet Map mappt. Kennen sie sich natürlich alle untereinander, das ist klar. Dann wieder zu 100% stabil, also es ist definitiv zu Beginn der heutigen Aufnahme, also den Teil habt ihr jetzt gar nicht gesehen, den habe ich entsorgt. Die Hinfahrt praktisch von der ursprünglichen Upladestelle gestern zur Ladestelle heute, der heutigen Tour. Dieses Stück habe ich ja gar nicht, das habe ich rausgeschnitten, das ist weg. Aber das war ja echt sensationell. Bodenlos schlecht, weil eben die FPS so dermaßen im Bogen sind. Wirklich. Unter 10, ich schwöre. Wirklich. Da müssen wir da aber ein bisschen bremsen, wir sind da ganz gut unterwegs. Alter Vater. Wir sind die saumäßig langsam unterwegs. Meine Güte. Parkplatz. Da war es noch einen großen Parkplatz, der relativ leer ist. Relativ. Bin nicht viel. Nicht gemacht, schaut gut aus. Dürfte ruhig ein bisschen voller sein für meinen Geschmack. Wir haben es jetzt 13.32 Uhr. 15 Uhr ist dicht. Wunderbar. Ein paar sind auch da ein bisschen übergroß geraten, kommt mir vor. Glaube heute wieder mal ein bisschen länger. Gibt es halt einfach so aufgrund der Tour und so kann man das machen. Wisst ihr, bin ich ja der Freund von maximal eine halbe Stunde. Das geht sich ja nicht ganz aus. Wir haben jetzt Aufnahmezeit 36 Minuten. Dann wird ein bisschen was geschnitten, dann wird ein bisschen Intro, Outro dazu, dann bist du ja schon wieder bei einer Stunde, zwei Stunden.
jetzt jedes Mal in Richtung 50 Minuten wahrscheinlich. Das Video dann angeht, wenn es fertig ist. Ja, ist so. Ist halt dann schon relativ lang. Auf alle Fälle werde ich die ganzen Maps, die jetzt aktuell installiert sind, aus meiner Kombi, die ich vor kurzem vorgestellt habe, werde ich wieder rausnehmen und dann nur noch die reingeben, die ich auch tatsächlich brauche. Kann ich unter der Tour schwierig machen, weil sonst der Auftrag weg ist und dann hast du wieder Probleme, ihr kennt es ja. Das heißt, wir machen dieses Projekt da jetzt mit der Projekt Cesco mit der vollen Detail fertig. Fertig mit dieser Tour. Und dann werden wir schauen, wo es uns das nächste Mal hin verschlagt, beziehungsweise wo wir aufsetzen, ich weiß es noch nicht. Info von der Dispo gibt es noch keine. Zofse Enter. Aha. Rechts fahren, dann rechts abfahren. Gegen die Dixie-Klo. So, es ist halt ein eindeutiges Zeichen, dass eine Map bearbeitet wurde. Auch die Abfahrt, ein eindeutiges Zeichen. Es schaut doch gleich viel, viel besser aus, kommt mir vor, oder? So. Jetzt abfahren. Da gibt es jede Menge Holz. Wird fest gearbeitet. Nochmal eine kleine Tankstelle. Wirklich klein. Gut aus da. Wird man richtig. Schön mit Wald. Leider ein bisschen verdammt grün, aber das, da wird halt der Kreims nicht funktionieren. So schade.
Oder es sind auch ganz andere Modelle von den Bäumen, kommt mir vor. Die schauen ja ganz, ganz anders aus. Ja, und dann hast du da wieder die typischen Reimsbäume, sage ich jetzt einfach einmal. Die halt Hall dargestellt werden. Naja. Es ist ja trotzdem nur eine Simulation, also ein Spiel. Den Kreisverkehr an der zweiten Ausfahrt verlassen. Geschafft, Leute. Laut Navi haben wir noch 17 Minuten. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt verlassen. Jetzt abfahren. Schaut's gut aus. Da ist richtig viel passiert. Nach 200 Metern sind diese Polen Detail überhaupt noch nie gefahren. Aber da ist viel gemacht auf der Map. Jetzt rechts abbiegen. Schaut echt lässig aus da. Schön gemacht. So, allzu weit ist es nicht mehr. Bologna, oder so ähnlich, ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Wie wenn wir da rein müssten. Ein bisschen ausholen da. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. So, ist der Wert da zu Hause? Ja, da sitzt einer. Wunderbar. Freunde, ich werde da jetzt den Kollegen fragen, wo wir da hin müssen. Und nach dem Abladen, dann ist Pause, Wochenendruhe und so weiter, ihr kennt es. Ich sage danke fürs Dabeisein, macht es gut, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, Servus, euer Jeremy.